Guten Morgen. Willkommen zu den Tagesenergien für heute Montag. Ich wünsche allen einen schönen Start in die Woche. Wir haben den 23. Oktober 2023. Ja, und was möchte das Universum uns heute mit auf den Weg geben, Spirit? Um was geht's denn heute zum Start in die Woche? Ein bisschen sehr viel. Wir gucken trotzdem drauf, ob ich jetzt noch andere Decks mit ins Boot nehme. Diese Karte hatten wir gestern in der Abendlegung auf dem Tisch. Es liegt in der Hand. Es liegt in deiner Hand. Das Universum ist dein Partner. Es liegt in deiner Hand. Möchtest du dein Leben leicht oder schwer gestalten? Wenn die Hand mal einfach so frei schweben lässt, dann merkst du, ne, ob es dir irgendwann schwer wird, diese Hand da zu halten, oder ob dich irgendetwas nach oben führt. Das Universum ist dein Partner, nutze es und achte auf deine Gedanken. Ne? Du kannst dir mit der Macht der Gedanken Schwierigkeiten an Land ziehen, du kannst dir mit der Macht der Gedanken dein Leben aber auch erleichtern. Es ist ein Unterschied, ob ich denke, Huh, ich glaube, ich werde krank, oder ob ich denke, ich bin gesund, denn das ist mein Geburtsrecht. Dann liegt das Mondmädchen auf dem Tisch und auch hier geht es um Neuanfänge. Überleg einfach mal, wenn du diese Hand aufhältst, welche Träume sind denn da noch? Was möchtest du verwirklichen? Welche Neuanfänge möchtest du starten? Auch das liegt in deiner Hand, denn das einzige Wesen, was dich wirklich abhalten kann, davon deine Träume zu leben, da bist du selbst und die Schwierigkeiten, die du dir dahin denkst. Ja, manchmal darf man über Hindernisse springen, manchmal ist der erste Schritt nicht der allerleichteste. Man darf das Universum aber auch bitten, zeige mir die Möglichkeiten, wenn ich vielleicht gerade wirklich nicht sehe, in welche Richtung ich soll oder gerade keinen konkreten Wunsch habe, den ich verwirklichen möchte, dann kannst du mit dem Universum Hand in Hand gehen und sagen, zeige mir die Möglichkeiten, was sollen meine nächsten Schritte sein? Dann haben wir die Karte, den Schleier flicken. Für manche geht es auch noch um das Thema Vergebung. Wenn man viel mit Menschen zu tun hat, kann es schon mal sein, dass Menschen in dir alte Wunden aufreißen, indem sie, ne, irgendwo Salz da reinstreuen. Das wird nicht immer unbedingt absichtlich gemacht und es gibt halt eben auch Menschen, die diese Wunden verursacht haben vor deiner Geburt, bei deiner Geburt, in deiner Kindheit. Und jetzt geht es darum, diesen Menschen zu vergeben, denn sie konnten oder wussten es nicht besser. Denn wenn du vergibst, dann wird nicht immer wieder dieser Groll in dir an die Oberfläche kommen. Und dieser Groll ist von der Frequenz her ja eine relativ niedrig schwingende Energie. Immer wenn man sich aufregt, da verpufft die Energie in irgendein komisches Gefühl. Deshalb, wenn du deinen Mitmenschen vergeben kannst, findest du in dir selber auch mehr Frieden. Da darfst du heute laut der Karten für dich mal genauer drauf achten. Und dann haben wir die Traumdieben. Ja, es gibt auch die, die hier in diesem Kollektiv sich rigoros weigern, dem göttlichen Ruf zu folgen. Ich weiß von Menschen, mit denen ich schon persönlich Kontakt hatte, die wirklich was drauf haben, spirituell, energetisch und so weiter und so fort, die heilerische Fähigkeiten haben, die anderen Menschen was erzählen könnten, was wiederum anderen Menschen dazu verhilft, ein selbstbestimmteres Leben zu führen, aber sie tun es nicht. Aus Gründen der Sicherheit. Aus Gründen der Bequemlichkeit. Ich meine, dass man diese Fähigkeiten ja nicht umsonst mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Und man muss ja auch nicht unbedingt im Internet aufschlagen oder weiß ich nicht, in kleinen Schritten doch diesen Ruf anzunehmen. Das ist die Bitte des Universums an so manche von euch. Weil Ideen sind da, habe ich schon gehört. Und mehr als nur eine. Und
häufig sogar sehr genialer. Okay, was genau möchte sich denn hier heute zeigen, Spirit? Mach dich gedanklich auf die Reise, von mir aus auch in der Realität, aber da die Reise hier im Kopf liegt, ist es heute wichtig, sich gedanklich nochmal auf die Reise zu machen. Warum du in den Widerstand gehst, obwohl du doch hier so reichlich ernten könntest, ne? Dein Potenzial ernten könntest. Mit all diesen Vorausahnungen und Gleichnissen, die du erzählen könntest, mit all diesen heilerischen Potenzialen hier in meinem Kollektiv, warum stellst du das der Welt nicht zur Verfügung? Warum ist da noch so ein Widerstand in dir, wo du doch vom Universum praktisch berufen worden bist? Wenn du dich hier angesprochen fühlst, ne, das ist eine allgemeine Legung wie immer, holt niemals alle ab, die zugucken, aber so manche ganz gewiss. Dein Herz, was sagt es dir? Da sind noch Ängste. Ob du denn schon reif genug bist und ob du das, was du zu sagen hast, wirklich so leidenschaftlich gerne. Warte. Da sind noch Ängste. Obwohl das, was da in dir schlummert, ja, da brennst du für, da ist wirklich Leidenschaft, Passion mit dabei und du könntest auch ganz viele Saatkörner pflanzen. Dein Herz weiß es, weiß auch schon, worum es geht. Ja, und jetzt, was zeigt sich heute im Außen? Danke sehr. Die Welle kommt und du kannst dich nicht vor ihr verstecken. Und auch wenn du manchmal dich vor dir selber versteckst, weil dein Verstand, dein Herz noch regiert, wirst du heute merken, dass das unglaublich anstrengend ist und jetzt der Ruf laut und lauter wird, dass du dein Herz benutzt, aus dem Herzen lebst, aus dem Herzen lehrst und vermittelst und was weiß ich nicht. Geh heute mal in die Natur, tanke auf und wenn du einfach nicht hingucken willst, hilft dir das am Ende doch nicht. Weil das Universum Register ziehen kann, da bist du machtlos, dann schickt es dir Dinge über die Träume oder über irgendwelche Visionen oder Geistesblitze. Sorg nicht dafür, dass andere dich glücklich machen, sondern ne, du bist diejenige, die hier für glückliche Momente auch im Leben anderer sorgen kann. Ich lasse es mal so stehen, ihr Lieben. Das very special reading, aber sowas kommt auch schon mal vor. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Bleibt mir gesund, lasst das Herz regieren. Ja, und ich bin mal gespannt, welcher Auftrag da auf dich wartet und ob du ihn angehst. Ich bedanke mich für deine Zeit. Lass mal liebe Grüße da und gerne bis zum nächsten Mal.